Für die Profifußballer in unserem Land stand heute der erste Arbeitstag nach dem Jahreswechsel auf dem Programm. Und während der Hallische FC auf Grün trainiert hat, mussten die Zweitligisten vom 1. FC Magdeburg auf der Tartanbahn schwitzen. Laufen stand da ganz oben auf dem Programm. Und mittendrin waren auch zwei neue Gesichter. Jan Kirchhoff und Timo Pertl, das sind die Neuen beim 1. FC Magdeburg. Beide spielten schon erste Liga. Ich habe einfach die Chance gesehen, in einen Verein zu kommen, der große Ambitionen hat, der sehr energetisch ist und Freude darauf hat, Bundesliga-Fußball zu spielen. Und habe mich da zu Hause gefühlt und wohlgefühlt. Und deshalb habe ich die Aufgabe angenommen und habe zugesagt. Das oberste Ziel vom Verein ist der Klassenerhalt. Und ich will einfach meinen Teil dazu beitragen, dass es so schnell wie möglich auch geschieht. Jan Kirchhoff spielte einst beim FC Bayern München unter Pep Guardiola, war zuletzt aber vereinslos, auch wegen einer langen Verletzungshistorie. Für mich persönlich ist es einfach so, dass ich wieder Fußball spielen will und dass ich heißer drauf bin, wieder zu zeigen, was ich kann. Das will auch er. Timo Pertl, nach 4,5 Jahren in Bochum will er nun in Magdeburg heimisch werden, ist aktuell schon mit seiner Familie auf Wohnungssuche. Klar, wir sind gut angekommen und ich war gestern schon da mit meiner Frau, wir haben uns die Stadt schon angeguckt und ja, wir fühlen uns jetzt schon recht wohl und kennen uns ganz gut zurecht schon nach einem Tag. Noch ein dritter Neuzugang soll zum FCM dazustoßen. Gesucht wird eine Verstärkung für den Sturm.